Rotkraut. Schön. Schön. Sparen wir uns das auf? Jemand scheint dagegen zu hämmern. Oh, hi. Was für ein Empfang. Okay, haben wir? Oh, einen anderen Rubin. Das stört mich so sehr, dass das immer ausfallen muss, ey. Oh, wie ich da. Wie ich das vermisst habe. Wie ich das vermisst habe. Ein Idiot. Ich hab's noch in... Ich hab's noch realisiert. Ah, mal gucken. Können wir einmal nehmen? Okay, wir müssen mal eben einmal hier ein bisschen Platz schaffen, weil ich habe keinen Platz mehr. Ah, warte mal, das da? Das da. Hier haben wir. Haben wir. Was für ein Ring? Bin ich wieder da, Chat? Da bin ich, okay. Nochmal weiter. Noch ein Dings. Ich nehme mal das Spray. Das Spray nehmen.
So, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Platz. Untersuchen. Nee, nicht untersuchen. Lag hier sonst noch was? Nö. Hier geht's zu wie auf dem Rummel. Hm. Was könnte der Grund sein, weshalb wir so nervös sind? Die Tochter des Präsidenten. Kein Zweifel. Schlechtes Timing, würde ich sagen. Bereite dich darauf vor, dass das ganze Dorf infiziert ist. Ich kenne den Bericht. Sollte kein Problem sein. Hm. Ob das eine Errungenschaft geben will, wenn ich so eine Raben abschießen würde? Das Lustige, wir laufen jetzt mit Ada einfach wieder zurück und Liam läuft eigentlich in die andere Richtung. Nämlich genau dahin. Schade, ich wollte eigentlich drauf. Ah, ich weiß, wo wir sind. Hier ist das Haus, wo wir uns drin verstecken mit Liam und wie heißt denn? Ich habe den Namen des Freundes nicht mehr. Vince? Oder wo? Au! Du Sack. Ich verballe einfach viel zu viel Money. Viel zu viel Money und viel zu viel Leben. Geht denn so ein Dreier? Was geht so ein Dreierteil? Ja, jetzt haben wir ein bisschen Leben. So, mal gucken, wo wir hier. Die Kiste hätte ich gerne. Ich meine, ich weiß noch so halbwegs, wo wir lang müssen. Das ist das Gute. Ob wir die eventuell auch getötet hätten können, ohne dass sie uns gesehen hätten. Schön erstmal hier töten, weißt du? Das gibt dann Fleisch wie in Resident Evil 6. Hier geht's nicht zur Kirche. Geht's hier überhaupt nicht zur Kirche? So, hier haben wir noch so einen schönen Schatz. Oh, ein Weinkrug. Ist das mit Absicht, dass wir mit Ada so viel finden? Ich hab das Gefühl, mit Liam haben wir nicht so viel Glück gehabt, die Sachen zu. Also so viel Sachen zu finden. Black? Na, come on, ey.
erwischt. Hier haben wir. Hey! Müssen die anderen Teile auch noch spielen von Resident Evil? Leon, warum bin ich nicht überrascht? Nett, dass du für Ablenkung sorgst. Dann muss ich mir wohl einen anderen Weg zur Kirche suchen. Gut, weiter geht's. Ach ja, schön, wir laufen ja Wege lang, die Liam ja nicht laufen kann. Schon dafür. Mal gucken. Erwischt. Ich habe eine rosa vom Lift. Aber das war's. Ich wusste, dass wir was kriegen, wenn wir die Vögel abschießen. Das heißt, Vögel auch abschießen. Gut zu wissen. Tagbuch einer Dorfbewohnerin. Heute war zum ersten Mal seit langem die Kirchenglocke zu hören. Ihr Läuten ist der Ruf unseres Herrn. Das ganze Dorf versammelt sich vor der Kirche, um den Klang zu lauschen. Unser Herr war liebevoll wie eh und je. Wir nähern uns einander und unsere Gedanken werden eins. Er sagte uns sogar, dass die Wunder, die wir hier erschaffen, mit ihrem Pracht schon bald die Welt erfüllen. Welche Weisheit, welche Barmherzigkeit. Der gute Lord Zattner, der gute Lord Zattler wird uns mit dem heiligen Heilmittel gegen diesen Wahnsinn segnen. Ich kann es kaum erwarten, bis die Glocke wieder erneut ertönt. Ach ja, der komische Zattler. Okay, ich lag gar nicht so falsch. Das wird ja lustig. Ja. Also das ist richtig. Das obere ist richtig. Habe ich eins irgendwie verloren? Müsste ja das dann... Warte mal.
Gibt's eine Reihenfolge? Hä? Das hat, kenne ich das auch. Was machst du denn hier? Weg! Das ist dieses Dreier-Ding. Okay, das ist dieses Dreier-Ding. Ist noch ein. Gut. Okay. Nächstes? Zwei müssen wir noch. Das ist das letzte. Das ist das letzte blaue. Da. Auftrag erfüllt. Also es ist das, das und das. Ich habe einfach nur Ewigkeiten gebraucht, ich Idiotin. Da wären wir. Die Kirche. Sehr cool. Hallo. Ja, töte ihn noch für mich. Finde ich ganz gut. Mist leer. Mal umgucken. Ich will da erstmal nicht hin. Ich will mal hier gucken. Ich meine, hier kommt Leon. Kommen wir mit Leon auch hier hin? Ja, hier kommen wir auch hin. Aber hier steht noch kein Händler. Wir gehen mal erstmal zur Kirche, würde ich sagen. So. Achso, da ging es hier weiter. Ich sehe es gar nicht. Ich sehe es gar nicht. Okay, die hat diesmal nichts gebracht. Oh, ich sehe schon kommen. Ich muss hier gleich Massenkarambolage starten. Sonst. War hier nicht auch eine Aufgabe oder irgendwie sowas? Bei dem war hier eine Aufgabe, das weiß ich. Aber bei uns anscheinend nicht. Wir müssen mal aufpassen. Ich habe gedacht, im DLC gibt es diese Herausforderungen gar nicht. Steckt ihr?
Ah, da drin ist doch die Tochter, die Prin, die Präsidententochter gewesen. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Das ist der Grund, warum die abgehauen sind. Cool. La Campana. Él nos invoca. Deswegen sind die auch auf einmal abgedackelt. Keine Sorge, Leon. Das erste Mal ist umsonst. Lass mich nicht warten, Luis. Genau, Luis hieß der. Ich wüsste gern, wie die beiden sich kennengelernt haben. Ich kann mich an keinen Teil erinnern, wo die sich kennengelernt haben. Signal verloren. Irgendwo in der Nähe des Dorfs. Kein gutes Zeichen. Das ist doch Mendes Gebiet. Er hat ein Haus dort. Da könnte ich mich mal umsehen. Mach das. Vielleicht kann ich von hier noch was rausfinden. Er macht Ärger. Was, der Mendes? Als ob der Ärger macht. Gucken wir mal hier. Hier ist nichts. Okay. Ich würde gerne einmal nach oben. Einmal gucken. Ah, ich höre sie weinen. What the fuck, ey? So. Ah, da ist... Okay, da läuft Leon. Ich muss zwischendurch mal gucken, wo wir gerade sind. Mich nicht. Also bei dem... Wenn wir mit Leon da rankommen, ist das offen. Das weiß ich auf jeden Fall. Ja, komm. Mein Gott, er. Ihr habt mich ganz schön erschreckt. Hallo, Monsterzüchter. Wie geht's dir? Guten Morgen, hast du bis jetzt geschlafen oder was? Oh Gott. Stimmt. Oh, der war. Oh Gott. Beeindruckt. Oh Gott, mit der zu arbeiten ist eindeutig einfacher als mit denen. Nicht viel, aber ein bisschen. So lala geht's mir, bin aktuell auf Jobsuche. Mein Gott, ich bin halt so doof zum Quatschen. Du bist auf Jobsuche, was hast du gemacht? Hast du gekündigt oder wurdest du gekündigt? Oder hat dir einfach dein Job keinen Spaß mehr gemacht?
In welchem Teil haben die sich denn kennengelernt? Muss der dann in irgendeinem Teil gewesen sein, den ich ja noch nicht gespielt habe, wie, ach, guck mal, jetzt steht der Händler da. Hey, Fremde, was kann ich dir anbieten? Interessanter Ort für ein Geschäft, Fremder. Tja, und interessante Ware. Im zweiten Teil, okay. Na dann, unser erstes Geschäft. Ich bin willkommen. Einsame Spitze, Fremde. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Okay, wir gucken, wir verkaufen mal eben. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ja, ich muss den zweiten Teil muss ich auch nochmal spielen. Ein hervorragender Deal. Den zweiten Teil muss ich auch nochmal spielen. Machen wir erstmal. Warte mal. So gut wie neu. Was machen wir nochmal? Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus? Gehört dir, Fremde. Warte, nimm das noch. Kriegst du umsonst. Kein Platz. Deine Kohle oder dein Leben. Die Entschacke gehört dir, Fremde. Klein und handlich, als wäre sie für dich gemacht worden. Ein paar Vorratskäufe. Gute Entscheidung. Ja, gut, Tuning. Tuning. Wäre das. Oh ja, klar. Wir wollen mal gucken. Ausrüsten. Nee, da? Da. Das ist die gleiche. Danke. Komm bald mal wieder vorbei, ja? Das ist die gleiche, okay. Ja, willkommen. Doch. Tauschen. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Erhöht die wahrscheinlich Rohstoffe L zu finden. Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft. Ein einfacher kleiner Schlüssel kann nur einmal verwendet werden. Warum nicht? Gute Instinkte, Fremde. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Tun kann ich eh nicht. Kostet eh alles zu viel. Auch ein Messer. Aber ich würde gerne. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Eins. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ein hervorragend. Ich halt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen mal eben hier ein bisschen. Platz machen. Okay, wir haben gar keinen Platz mehr. Hast du den zweiten Teil mal gespielt, Monsterzüchter? Ich mach das. Ich glaube, ich sortiere einfach, wie ich alle anderen Teile auch sortiert habe. Ja, komm. Die Augen nach Waren offen, die du gebrauchen. Einmal speichern.
Koffer anpassen? Ja, den zweiten habe ich durchgespielt, das Remake davon. Ich muss sie noch durchspielen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.